Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prehistoric Hunt. Ich habe eine neue Waffe freigeschaltet, nämlich den Bogen. Und den möchte ich jetzt mal in dieser Folge mit euch gemeinsam testen. Und da vorne hätten wir schon ein Versuchskaninchen. Ich weiß nicht, ob das zu groß ist. Aber eigentlich können wir ja schießen, wegrennen. Und dann könnte das eigentlich funktionieren. Das Spiel hat übrigens auch ein riesiges Update bekommen. Ich habe es aber nicht ganz durchgelesen, muss ich sagen. Ich habe es einfach durchgeskippt einmal. Und dann wollte ich halt einfach zocken und in-game gucken, was sich so geändert hat. Oh. Da kommt ein Rex. Oh mein Gott. Ich teste jetzt mal die Leuchtfacke, würde ich sagen. Mach an. Oh mein Gott. Der rennt einfach auf uns. Die Leuchtfackel hat gar nichts gebracht. Oh mein Gott. Ja, das war ja mal ein guter Start in das Spiel. Ich hatte gerade übrigens vergessen, dass es bei dem Spiel ganz seltsam ist, wenn man rückwärts läuft und Shift gedrückt hält, dann läuft man vorwärts. Das ist super komisch, deswegen bin ich gerade so komisch in den reingelaufen. Das war ein guter Hit, glaube ich. Weg, oder? Müssen wir hinterher? Aber warum rennt er weg? Ich dachte, der greift mich an. Der ist doch riesig. Als ob der Angst vor mir hat. Oh, jetzt kommt er auf mich zu. Das ist jetzt schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Kommt immer näher. Der Pfeil und Bogen macht gar keinen Schaden. Oder nicht genug. Oh, wir haben ihn. Es hat geklappt. Sehr geil. Wir haben Brachio mit einem Pfeil und einem Bogen erlegt. Was eine Riesenbeute. Oh, sogar Gold. 21.000 Kilo. Aber wir haben auch 7-mal in den reingeschossen. Unter anderem 2-mal an das Herz. Aber das Herz ist wahrscheinlich auch riesig bei dem. Ja, nice. Das hat gut geklappt. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr Kills, weil ich brauche mehr Geld. Der Bogen allein schon hat 300 gekostet. Aber wir brauchen für die nächste Waffe, glaube ich, noch viel mehr. 500 oder so. Gut, dass der so langsam ist. Ausdauer ist fast voll. Sehr gut. Ich blende übrigens, das hat beim Spielen so ein bisschen aus, weil ich das schöner finde. Oh Gott. Sind noch irgendwo anders Steps, oder? Da ist noch was. Was ist das denn? Oh, das ist ein Pachi. Okay. Ja, da müssen wir natürlich vorsichtig sein. Versuchen wir den doch mal zu killen. Ich glaube, das wird schwer, den zu hitten. Ja, keine Ahnung. Der rennt halt instant weg. Mit Pfeil und Bogen ist es halt super schwierig. Ah, schade. Egal, gehen wir zu dem Brachio. Den holen wir uns. Rennt wieder weg. Aber ich schieße auch gerade echt schlecht. Ich habe ihn aber gehittet. Ich glaube, immer wenn der so schreit, hittet man den. Oh, jetzt wäre ein guter Schuss gewesen. Oh, der war super. Ich glaube, das ist eine richtig gute Gegend. Zwischen die Beine. Mal eben wegrennen. Oh, das ist der Pachi, da müssen wir aufpassen. Oh, oh. Okay,
Okay, den Brachio haben wir, aber der Pachi läuft hier noch rum. Es klappt ganz gut auf die Brachios, muss ich sagen. Ich sammle den mal schnell ein. Komm, gib mir das Zeichen mit einsammeln. Ah, jetzt. Oh, der ist auch wieder Gold. Sehr schön. Claim. Nehmen wir mit. Jetzt haben wir schon zwei Brachios mit Pfeil und Bogen erlegt. Ich hätte ja schon Bock, gegen den Pachi zu kämpfen. Aber ich habe auch Angst vor dem, weil der ist halt schwerer zu treffen, gerade mit Pfeil und Bogen. Ich höre Steps. Kommt was auf uns zu? Pachi. Okay. Den haben wir gut abgefangen. Ach nee, okay. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Ist irgendein Bug. Sehr schön, wieder Gold. Oh, die Lunge haben wir auf jeden Fall erwischt. Das war auch wichtig. Nehmen wir auch mit. Brauchen jeden Kill. Bringt uns alles Geld. Ich hoffe jetzt, dass da vorne irgendwas ist. Weil wenn da jetzt nichts ist, dann kommt die Nacht und dann sind wir echt ein bisschen am Arsch. Aber aktuell sieht es schlecht aus. Sehr schlecht aus, aber irgendwas muss hier hinten sein auf der Insel. Ob da nichts ist. Zumindest eine Kiste oder irgendwas. Irgendwas, was ich looten kann, damit ich eine Belohnung bekomme. Oh, schaut mal. Polarlicht, da gibt es ja auch. Ach, wie schön. Gehen wir einfach mal schön am Strand spazieren. Dann ist es auch alles nicht mehr so gruselig. Das sieht eigentlich schon ganz cool gerade aus. Grafik könnte natürlich noch deutlich besser sein, auf jeden Fall. Aber das Wasser und so wurde zum Beispiel auch schon überarbeitet jetzt, das habe ich gesehen. Sieht jetzt deutlich besser aus als vorher. Oh, ich glaube, da ist was. Ah, das ist ein Boot. Hoffen wir mal, dass da guter Loot ist oder ein Bett oder so. Ein Bett und ein Lager wären natürlich ideal. Das wäre so das Beste, was ich mir vorstellen könnte gerade. Aber ich glaube, das wird eher so ein Loot-Spot oder so sein. Oh, ich glaube, das ist ein Lager. Gibt es zumindest Kisten und alles. Und dieser PC ist hier. Ja. Und ich kann auch schlafen da hinten. Oh, ist das gut. Wir gehen erstmal schlafen. Ach, Gott sei Dank. Wir haben richtig Glück gehabt. Und schlafen. Und jetzt haben wir auch wieder Tag. Ah, das ist toll. Hat sich ja gelohnt, hierher zu gehen. Und jetzt können wir mal eben unsere ganzen Sachen abgeben. Ja, guck mal, so viel Geld bringt das alles gar nichts, ne? Der Pachi bringt mehr als die beiden Brachios. Das ist ja Wahnsinn. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber schon wieder nicht viel Geld. Man muss echt viel erlegen, damit wir irgendwie zu irgendwas kommen. Ja, 60 Geld haben wir bekommen. Wenn ihr mal guckt, das nächste, was wir uns so holen könnten, wäre die Hunting Rifle für 500. Das ändert ja auch nicht so viel, ne? Betäubungssachen sind auch interessant, natürlich. Vielleicht kriegt man ja mehr Geld, wenn man die nicht tötet, die Dinos. Vielleicht hier so mit der Armbrust mal. Vielleicht können wir darauf sparen. 750 klingt eigentlich ganz gut. Ja, Heavy Rifles können wir knicken. Dann gibt es halt eine Schrotflinte. Oder ist das, glaube ich, hier, ne? Und dann so eine 50-Kaliber-Waffe. Pistolen. Ein Revolver, weiß ich nicht. Nicht so interessant. Shotgun ist wahrscheinlich cool im Nahkampf. Den Bogen haben wir uns gegönnt. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel. Ich würde noch mal so eine Flare kaufen, weil die habe ich letztes Mal aus Versehen weggeworfen. Hier ist so ein Netz, gibt es. Camouflage-Netz. Das kann man sich bestimmt überschmeißen und dann wird man nicht so leicht gesehen. Schätze ich mal. Fernglas wäre auch cool, aber ist alles sehr teuer. Eieieiei. Ja, das wäre auch nice, ne? Ein neues Visier.
viele, viele Dinge, aber wir müssen viele Kills und Missionen machen. Ich denke mal, vielleicht sollten wir mehr mit den Contracts und so arbeiten. Weil die Contracts, die geben einem sicherlich ein bisschen mehr Geld. Könnten ja mal hier reinschauen. Brachiosaurus kennen wir uns ja jetzt ganz gut mit aus und die kann man immer ganz gut spotten. Vielleicht sollten wir den Auftrag mal annehmen. Ich werde einfach frontal in den Fight gehen, bevor der jetzt wegrennt. Ich habe jetzt aber keine Ausdauer, das wird gefährlich. Hit. Oh, wir haben ihn. Oh, das war knapp, glaube ich. Können ja mal eben unser Leben checken. Haben wir denn Medikits? Nee, haben wir nicht. Sehen wir das Leben hier? Nee. Muss ich mal kurz so machen. 69 Leben haben wir noch. Na gut. Ist aber auch wieder Gold. Nicht schlecht. Wir gehen jetzt aber over the bridge. Da ist auch ein Häuschen. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Oha, so eine verlassene Brücke, schon überall Moos drauf. Bisschen gruselig klingt die. Oh, wir müssen hier rüberspringen. Aber das heißt ja eigentlich auch, dass wir hier relativ sicher sind vor Dinos. Ich denke nicht, dass hier welche groß lang kommen. Gerade die Sprünge und so, das würden die ja nicht machen. Aber hier scheint ja auch ein bisschen was zu sein. Komm, jetzt belohne mich mal mit richtig Loot hier. Wie jetzt? Ist das alles leer? Sag nicht, dass es übel useless. Mir wird hier auf jeden Fall nichts angezeigt. Oben auf der, auf dem Radar da. Oh, was ist denn da? Das ist, glaube ich, ein Iguanodon, ne? Ist der Endgegner. Ich kann immer nicht erkennen, ob der herfliegt oder wegfliegt. Sieht man immer super schlecht. Aber das hier war gar nichts. Der Ort ist völlig langweilig gewesen jetzt für uns. Ja, gehen wir mal hier auf die andere Seite. Ich hoffe, hier finden wir noch irgendwie was. Ja, wahrscheinlich dann eher hier hinten, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Das heißt, wir müssen dann hier lang gehen. Na, wir testen es mal. Bis jetzt habe ich ja das relativ gut immer eingeschätzt auf der Map, wie man zu den Rändern und sowas ist. Da müssen wir mal einen Terrano dann. Ich würde es gerne mit Pfeil und Bogen versuchen, aber es wird eh nichts. Wenn ich es schon mit Gewehr nicht schaffe, aber er ist näher dran als sonst. Es wäre natürlich heftig, wenn wir den hitten. Nee, gar nicht. Nicht mal ansatzweise. Schade, schade. Ich mag den Pfeil und Bogen trotzdem sehr gerne, muss ich sagen. Ich meine, wir haben damit zwei Brachios erlegt. Ich kann mich da nicht beklagen. Da vorne wäre nochmal ein Pachy oder was das ist. Den könnte ich auch nochmal mitnehmen. Das wäre ganz gut. Dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Cash für die nächste Folge. Weil der Fortschritt hier bei dem Game ist, geht sehr, sehr langsam voran. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn man alles instant freigeschaltet hätte. Aber der greift an, oder? Ich habe ihn getroffen. Ich schieße einfach jetzt immer, wenn er mich angreifen will. Dann haben wir es ein bisschen safer mit dem Schuss. Er kommt. Das ist sehr gut. Die Taktik funktioniert. Immer wenn er attackt.
Problem ist halt, dass er irgendwann wegfliegt, aber ich will ihn eigentlich halt erlegen, ne? Er kommt. Und wieder der Hit. Oh. Das hat er gut gemacht. Durch den Baumwipfel. Oh mein Gott. Der Pteranodon ist einfach unser Endgegner. Ich sag's euch. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt haben wir ihn. Das war knapp. Wir haben gesiegt. Da liegt er. Auch Gold. Sehr gut. Tierkopftreffer. Sehr, sehr nice. Nehmen wir mit. Aber ich glaube, wir haben nicht mehr viel Leben. Wir haben noch 40 Leben jetzt. Wir müssen jetzt dringend ein Haus finden, wo wir dann unsere Sachen claimen können und sowas. Deswegen will ich jetzt eigentlich eher die Fights vermeiden. Und ich hoffe einfach mal, dass da hinten auch was ist, wo ich jetzt hin möchte. Sind überall Dino-Schreie, aber vor uns soll irgendwas sein. Ah, da ist was. Das ist ein Tempel. Da rennen wir jetzt einfach mal hin. Ich hoffe mal, dass ich da auch wieder einen Platz zum Schlafen habe. Sieht so aus, ja. Okay, wir haben da ein Zelt. Oh, das ist wieder eine Base. Das ist ja perfekt. Ich schalte jetzt gerade echt ganz gut die Bases frei. Das heißt, wir können jetzt hier auch mal eben unsere Aufträge noch abgeben. Pachi bringt uns wieder nur 15. Und der Pterano dann auch nur 15. Das ist echt wenig. Das ist natürlich mies. Vielleicht sollten wir echt uns mehr um die Mission kümmern. Ich glaube, wenn man so die Dinos killt, random, das bringt nicht viel. Aber war trotzdem sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen. Und ich würde auch sagen, das soll es jetzt mit der heutigen Folge gewesen sein. Was ist hier noch? Geh weg. Ich will doch einfach nur die Folge beenden. Lass mich in Ruhe. Okay. Dinosaurier haben gewonnen. Oh, ich weiß es nicht. Na gut, dann endet das Ganze halt so. Also ich würde mich selber ein Like freuen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Dandy.